Hallo ihr Lieben, ich stehe gerade an der Talstation des Großen Abers. Es ist 8 Uhr morgen, es sind gefühlte minus 16 Grad, aber ihr könnt jetzt live dabei sein bei einer Episode der etwas anderen Art. Auf geht's! Ja, wir sind hier am Arber, dem höchsten Berg des Bayerischen Waldes, und wir freuen uns sehr, dass heute Premiere ist bei uns mit der Marina Kollergondel. Es gibt den schönen Song, ein Stern, der deinen Namen trägt. Wir haben uns entschlossen, das umzuändern in eine Gondel, die deinen Namen trägt. Deswegen hier am höchsten Punkt des Bayerischen Waldes, am Großen Arber, im schönen Arberland, freuen wir uns sehr, hier diesen Tag bei Sonne und Winterträumen genießen zu können. Begegnet bin, fliege ich auf Wolken, tanz wie ein Schmetterling im Wind. Ich träum nur noch von dir und such in meinem Herz dein Bild, deine Stimme, die hör ich im Schlaf, seitdem ich dir begegnet bin. Lernten meine Träume
Geh mit mir, bin ich mal ganz oben. Geh mit mir, bin ich unten im Tal. Jetzt bin ich gerade ganz oben am Gipfel des Arbers und mit meiner Gondel fahre ich jetzt dann wieder runter ins Tal. Wenn man wie ich hier im Bayerischen Wald geboren ist und aufwächst, dann liegt es natürlich sehr nahe, dass man früh mit dem Skifahren anfängt. Und so war es auch bei mir. Für mich ist es eine ganz, ganz große Ehre, dass ich heute wirklich am Arber eine Gondel gewidmet bekommen habe. Ich bin hier im Arberland in Lohberg aufgewachsen. Mit 5 stand ich hier auf diesem Berg das erste Mal auf Skiern. Und jetzt eine eigene Gondel zu haben, das ist einfach der Wahnsinn. Ich kann es gar nicht glauben. Ich möchte mich an der Stelle nochmal ganz herzlich beim Thomas Liebl, dem Arberchef, und seinem ganzen Team bedanken, dass die das möglich gemacht haben. Es ist einfach der Wahnsinn. Als ich gerade in die Gondel eingestiegen bin und mit meiner Gondel rauffahren, es war ein unglaubliches Gefühl. Ich habe wirklich Tränen in den Augen gehabt. Es macht mich einfach unheimlich stolz und ich bin sehr dankbar und froh, dass ich hier im Arberland wohnen kann.